Wisst ihr, wie viel Mal wir am Tag sagen und hören das Wort oder den Satz Allahu Akbar? Ich habe die zusammengezählt. Also wir hören 5 Mal täglich den Adhan. Wie viel Mal Allahu Akbar sind schon drin? 20 Mal hören wir Allahu Akbar nur durch den Adhan, Gebetsruf, täglich. Man macht sich keine Gedanken darüber. Okay. Wie oft wiederholen wir Allahu Akbar? Mehr als 160. Erstens, Fajr-Gebet sind 22 Mal. Wir sagen Allahu Akbar, Allahu Akbar, 22 Mal. Mittagsgebet 52 Mal. Asr-Gebet, Nachmittagsgebet 52 Mal. Maghrib-Gebet, Abendsgebet 27 Mal. Isha-Gebet, also Spätabendgebet oder Nachtgebet, 65 Mal. Insgesamt 198 Mal. Zwischen hören und wiederholen. Wir hören und wiederholen Allahu Akbar 198 Mal am Tag. Stell dir vor, du sagst deiner Frau 198 Mal, ich liebe dich am Tag. Allahu Akbar ist die einzige Wahrheit, die wir hier auf dieser Erde kennen. Allah ist der Größte. Allah ist der Wichtigste in meinem Leben. Allahu Akbar bedeutet Tawhid. Der ein Gott glaube. Wie hieß die Religion von Musa a.s., von Isa a.s., von allen 124.000 Propheten? Islam. Und was haben sie alle gesagt? Allahu Akbar. Alle haben gesagt Allahu Akbar. Haben die Menschen das verstanden? Haben die Menschen verstanden, was Allahu Akbar bedeutet? Leider die wenigsten. Beweis? Allah wird Adam am jüngsten Tag aufrufen und ihm sagen, bring die Hölleninsassen aus der Menschheit, die sich versammeln wird, am jüngsten Tag raus. Adam wird fragen, oh Allah, wer sind diese Menschen? Allah wird ihm sagen, von 1999 Menschen. Von 1999 Menschen gehen in die Hölle. Das sind die Menschen, die Allahu Akbar nicht verstanden haben. Allah hat 124.000 Propheten entsandt im Laufe der Geschichte, die nur gesagt haben, Allahu Akbar. Hätten die Menschen verstanden, was Allahu Akbar bedeutet, werden sie alle ins Paradies geführt werden, inshallah. Aber leider ist es nicht der Fall. Der Prophet Muhammad a.s. hat gesagt, am jüngsten Tag wird die Hölle entzündet mit 3 Menschen, 3 Arten von Menschen. Ein Märtyrer, ein Hafiz, der den Koran auswendig gelernt hat und gelehrt hat, und ein reicher Mensch, der sein Vermögen ausgegeben hat für den Islam und für diese Religion. Und die 3 Fragen, warum Allah? Der eine sagt, ich habe mich umgebracht für Allah, für dich. Allah wird ihm sagen, kadabt. Du hast dich umgebracht, du bist als Märtyrer gestorben, damit die Leute sagen, dass du ein Märtyrer bist. Und Allah schickt ihn in die Hölle. Der zweite wird sagen, oh Allah, ich habe den Koran auswendig gelernt,
und weiter gelehrt. Allah wird ihm sagen, du hast es getan, damit die Leute sagen, dass du Hafiz bist. Das heißt, du hast das für die Menschen getan. Dein Lohn hast du von den Menschen bekommen. Dein Lohn bei mir ist die Hölle. Und Allah schickt ihn in die Hölle. Und der reiche Mensch, der sein Vermögen ausgegeben hat für diese Religion, der wird sagen, oh Allah, ich habe mein ganzes Vermögen ausgegeben für deine Religion, für dich. Allah wird ihm sagen, kadabt, du lügst. Du hast es getan, damit die Leute sagen, dass du großzügig bist und Geld für diese Religion ausgegeben hast. Dein Lohn hast du bei den Menschen bekommen. Bei mir hast du keinen Lohn und Allah schickt ihn in die Hölle. Das heißt, diese drei haben Allahu Akbar nicht verstanden. Deshalb müssen wir verstehen, was Allahu Akbar bedeutet. Warum verpflichtet uns Allah 198 Mal oder 200 Mal am Tag Allahu Akbar zu sagen? Wenn du neben Allah jemanden anbetest, dann hast du Allahu Akbar nicht verstanden. Wenn du einen Präsident anbetest, dann hast du Allahu Akbar nicht verstanden. Wenn du deine Frau anbetest, dann hast du Allahu Akbar nicht verstanden. Wenn du das Geld anbetest, dann hast du Allahu Akbar nicht verstanden. Jetzt fragt sich einer, wie das Geld anbeten? Doch, das Geld wird angebetet. Ein Minister wird angebetet. Ein Präsident wird auch angebetet. Beweis? Als ein Vers offenbart worden ist, اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. كام jemand, der hieß Uday, der war Christ, und der sagte zum Prophet Muhammad a.s. O Prophet Gottes, wir haben unsere Mönche und Rabbiner und Schriftgelehrten nicht angebetet. Der Prophet hat ihn gefragt, haben sie nicht erlaubt, was Allah verboten hat? Haben sie nicht verboten, was Allah erlaubt hat? Und ihr seid diese Menschen gefolgt? Er sagt ja. Der Prophet a.s. hat gesagt, das ist die Anbetung. Das heißt, ihr habt diese Menschen angebetet. Wir wissen alle, dass Zinsen im Islam strikt verboten sind, oder nicht? Zweifelt einer von euch, dass Zinsen haram sind? Allah sagt im Koran an mehreren Stellen, wer Riba verzehrt, Zinsen verzehrt, soll auf Krieg von Allah warten. Was heißt Krieg? Krieg in allen Bereichen. Du wirst niemals zufrieden sein mit dem Geld, was du verdient hast an Riba. Du wirst niemals zufrieden sein mit dem Auto, was du mit Riba gekauft hast. Und wenn du einen Kredit genommen hast, um zu heiraten, wallahi, du wirst niemals in deinem Leben glücklich und zufrieden mit deiner Frau werden. Und wenn du einen Kredit aufgenommen hast, damit dein Sohn zum Beispiel studieren kann, wallahi, der wird niemals sein Studium zu Ende bringen, und wenn, der wird dir undankbar sein. Das ist Krieg von Allah. Jetzt kommt einer und sagt, nein, nein, wenn ihr hier in Deutschland seid, die Miete ist sehr teuer, ihr könnt einen Kredit nehmen. Wenn du ihm gehorchst und einen Kredit nimmst, dann hast du ihn angebetet. Warum? Weil er Allahs Gesetz verändert hat und du hast es akzeptiert und du bist ihm gefolgt. Du hast ihn angebetet. Das ist die Anbetung. Gehorchen ist die Anbetung. Das heißt, jemand, der Kredit nimmt, aufnimmt mit Zinsen, hat Allahu Akbar nicht verstanden, obwohl er Allahu Akbar
jeden Tag fast 200 Mal wiederholt oder hört. Wer Alkohol trinkt, hat Allahu Akbar auch nicht verstanden. Wer nicht betet, hat Allahu Akbar auch nicht verstanden. Und so weiter. Wer Allahu Akbar versteht, inshallah, der kommt ins Paradies. Wer Allahu Akbar richtig verinnerlicht, der kommt inshallah ins Paradies. Jetzt, wie können wir Allahu Akbar verinnerlichen? Indem wir wissen, wer Allah ist. Dafür gibt es Asma'ullah al-Husna, die schönsten Namen und Eigenschaften des allmächtigen Gottes. Und der Prophet Muhammad hat gesagt, wer die 99 Namen und Eigenschaften Allahs auswendig kennt, lernt, er kommt ins Paradies. So auswendig lernen ist nicht damit gemeint. Das kann mein Sohn, das kann meine kleine Tochter. Darum geht es nicht. Lernen und verinnerlichen. Wie verinnerlichen wir das? Zum Beispiel, Allah fängt im Koran immer fast mit jeder Sure, außer die Tauba, die Kriegserklärung, die Sure Nummer 9, mit Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim bedeutet, im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen. Ar-Rahman, Rahim. Wir nehmen nur ein Name. Und übrigens, meine liebe Geschwister im Islam, wer Allahs Namen und Eigenschaften, Attribute richtig lernt, das ist ein Grund, um den Iman im Herzen zu steigern. Der Iman steigt mit guten Taten oder durch gute Taten und sinkt durch Sünden. Und viele Leute fragen uns, wie können wir unser Iman stärken? Ich meine, das erleben wir alle. An einem Tag ist dein Iman so hoch, dass du 5-mal am Tag in die Moschee betest. Oder in die Moschee gehst und dort betest. An einem Tag ist dein Iman so hoch, dass du spendest, dass du zum Beispiel Muslime hilfst, dass du Allah 100.000 Mal vielleicht an einem Tag lobpreist. Und an einem Tag ist dein Iman so schwach, dass du keine Lust hast, in die Moschee zu gehen. Dass du vielleicht keine Lust hast, aufzustehen und zu beten. Das ist normal. Also der Iman steigt und sinkt. Der Iman steigt im Herzen durch gute Taten. Und wenn du Allahs Namen und Attribute richtig verstanden hast und verinnerlicht hast, dann steigt der Iman sehr hoch. Dann weißt du, was Allahu Akbar bedeutet. Lässt du alles liegen und folgst du. Allahu Akbar, Adhan. Wenn wir den Adhan hören, was sagt der Mensch, der Adhan macht? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah ist der Größte, Allah ist der Größte. Ashhad an la ilaha illallah wa ashhad anna Muhammad Rasulullah. Ich bezeuge, dass keiner verdient hat, angebetet zu werden, außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad sein Diener und Gesandter ist. Hayya ala salah. Komm zum Gebet. Allah ruft dich auf. Komm zu seinem Termin. Hayya ala al-falah. Komm zum Erfolg. Allah gibt dir die Wege des Erfolges kostenlos. Subhanallah, das Paradies ist kostenlos. Die Hölle kostet sehr viel Geld. Wallahi, die Hölle kostet sehr viel Geld. Aber das Paradies kostet gar nichts. Nur folge, was Allah dir befohlen hat. Das ist für dich, damit du auch ein Paradies auf dieser Erde hast. Und der Muslim wird 2-mal belohnt. In diesem Leben und am jüngsten Tag. Und der Kafir wird 2-mal
bestraft werden. In diesem Leben und auch am jüngsten Tag. Und Allah ruft dich zu seinem Termin, damit du erfolgreich bist. Wenn du verstanden hast, was Allahu Akbar bedeutet, du bist jetzt am Arbeiten und du hörst Allahu Akbar. Was ist jetzt wichtiger für dich? Was ist wichtiger? Es gab jemanden, der war frisch verheiratet. An dem ersten Tag, die erste Nacht, der Prophet ruft zum Dschihad draußen. Was macht er? Er hat nur gehört, dass der Prophet zum Dschihad gerufen hat. Der ist sofort rausgegangen. Und der ist gestorben. Der ist getötet worden. 70.000 Engel kamen zur Erde und haben ihn gewaschen. Und der Thron Allahs hat sich gewackelt an dem Tag. Gebebt an dem Tag. Das ist jemand, der Allahu Akbar verstanden hat. Der Prophet Abraham a.s. Wo hat er gelebt? Wie hat er gelebt? Er hat in einer Stadt gelebt, wo Statuen angebetet werden, Figuren angebetet werden, Asnam angebetet werden. Und sein Vater war derjenige, der diese Statuen geformt hat, gebaut hat. Er kam zu seinem Vater und sagte, mein Vater, warum betest du diese Figuren an, diese Statuen an? Wie hat der Vater reagiert? Bist du gekommen, um die Religion unserer Vorfahren zu verändern? Bist du? Das hören wir sehr oft heute. Als sie ihn ins Feuer geworfen haben, kam Jibril a.s., der Engel Jibrail. Allah hat zu ihm Jibrail geschickt. Unterwegs, der war in der Luft. Und Jibril a.s. fragt ihn, was kann ich für dich tun? Wie hat er geantwortet? Von dir will ich gar nichts. Allahu Akbar. Von dir will ich nichts. Ich will nur die Hilfe von Allah haben. Das ist jemand, der Allahu Akbar verstanden hat. Und sie haben ihn ins Feuer geworfen und der war einen Monat lang, sagen die Gelehrten, einen Monat lang im Feuer. Allah hat die physikalischen Gesetze, die er selber erschaffen hat, außer Kraft gesetzt. Dieses Feuer war weder kalt noch heiß auf Ibrahim a.s. Und er sagte, diese Zeit war die schönste Zeit seines Lebens. Warum? Weil er auf Allah vertraut hat. Er hat Allahu Akbar verstanden. Von dir, Jibril, will ich gar nicht. Ich will von Allah die Hilfe haben. Wie viele Muslime heutzutage sind bereit, sich zu opfern für einen Minister? Wie viele Muslime sind bereit, sich für einen Präsident, der auf Toilette geht, zu opfern? Wie viele Muslime sind bereit, heutzutage für Geld alles zu tun? Er war schon unterwegs. Unterwegs. Sie haben ihn geschleudert. Ins Feuer. Unterwegs, bevor er gelandet ist, kam Jibril a.s. Allah hat Jibril zu ihm geschickt. Und sagt, gib mir einen Befehl, was soll ich für dich tun? Er sagte, von dir will ich nichts. Ich will von Allah die Hilfe haben. Allah.